So, liebe Leute, herzlich willkommen zum nächsten Rennwochenende, Rennwochenende Nummer 70 heute Abend. Herzlich willkommen auf dem Circuit Gilles Villeneuve, herzlich willkommen auf der Île de Notre Dame in Montreal in Kanada. Jo, lange Rede, kurzer Sinn, einer der schönsten und für mich eine meiner Lieblingsstrecken neben dem Ungarn Grand Prix, tatsächlich eine sehr schnelle Strecke auf jeden Fall. Ob wir hier tatsächlich genauso erfolgreich sein werden wie im letzten Rennen in Monaco, natürlich, das bleibt abzuwarten. Ich werde definitiv nichts dagegen hin, einen zweiten Saisonsieg hinterher zu werfen, um Gottes Willen. Aber hier wird es immer um einiges anders ausgehen, als ist das in Kanada, in Monaco der Fall war, wo wir ja durchaus am Ende mauern konnten und am Ende 3-4 Autos hinter uns hatten und alles, die einfach nicht vorbeikamen. Das war auf jeden Fall schon mal gut. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das in Kanada vielleicht wiederholt bekommen oder zumindest wieder ein paar Punkte mitnehmen. So, wir haben einige Nachrichten auf dem Leaderboard, auf dem Board. Jetzt Updating hast du mit einem. Okay, wir müssen. Beste Platzierung. 16 oder besser, das kriegen wir hin. Ich habe den Überblick über dieses Wochenende angehängt, wenn jemand fragen sollte, fühle ich mich im Rechnen. Okay, Entwicklungsfehlschläge. Oh, wir haben einige Entwicklungsfehlschläge. Und zwar die Vortertyp und die Gewichtsreduktion. Also die Luft bleibt durch unter der Nase und den hinteren Unterboden. Uiuiuiui. Und es ist gut, das Qualifying und das Rennen bleiben trocken. Das ist auch erstmal eine wichtige Information. So. Ja, wir haben leider einige Städte fehlgeschlagen. Das heißt, wir gehen mal rein. So, einmal das Entwicklung, das Teil entwickeln. Und jetzt gucken wir mal, ob wir das noch entwickelt bekommen. Jetzt will ich jetzt auspacken. Der leckt mich doch. Okay, dann machen wir das später. Dann machen wir das nach dem Training. Gut, gehen wir rein. Ins erste freie Training an diesem Wochenende. Ich habe übrigens tatsächlich auch Setups da für Frankreich irgendwie das rein. In Frankreich konnte tatsächlich das erste Mal etwas passieren. Ich werde natürlich noch nicht vor euch spoilern. Das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Ab dem nächsten Rennwochenende. So. Willkommen in Montreal, wo sich die Teams gerade auf das heutige Training auf dem Circuit Gilles Villeneuve vorbereiten. Das verspricht, ein richtig guter Tag zu werden. Auf einmal. Stefan Römer, wie viel Zeit werden die Teams hier investieren, um Änderungen an den Autos vorzunehmen? Die wohl berühmtesten Kurven der Strecke sind die Biegungen 13 und 14, die eine schnelle Schikane bilden. Dabei werden die Curbs ordentlich abgenutzt und man kommt der Wand ziemlich nah. Erwischt man aber die Curbs zu hart, ist das Rennen gelaufen. Man sieht viele Fahrer, die Fehler bei der Einfahrt in die 13 machen und die Ausweichstraße nehmen, um nicht die Wand zu berühren. So, geh mal rein. By the way, ist das übrigens auch das Heim Grand Prix von der. With any luck, you'll be able to feel the improvement, so give them a try. So, was hier da steht. Übrigens ist das auch das, der Heim-Grand Prix von unserem Freund Lance Stroll, der am Fosinia bzw. am Racing Point sitzt. Den werden wir vielleicht heute mal auf der Strecke noch begegnen. Aber hier wollen wir jetzt mal den ersten Teil fahren mit der harten Reifenmischung. Ich guck mal gerade, wie meine Fahrhilfen sind. Okay, passt. Mittel. Das soll es natürlich sein. So, gucken wir mal, wie das hier läuft heute. Beziehungsweise dieses Rennwochenende. Hier ist die böse Wall. Die Wall of Champions. Die hat einen Namen tatsächlich auch nicht von ungefähr. Die Formel 1-Fans wissen, warum. Ich kann es euch sagen, weil hier 99 hintereinander Schumacher, Hill und Prost in die Wand gesegelt sind. Drei Weltmeister, oder die sich nennen dürfen, drei Fahrer, die sich so nennen dürfen. Ja, deswegen die World of Champions. Hier gerade kurz die Ecke gewesen, in der im echten Grand Prix Sebastian Vettel angeblich Lewis Hamilton blockiert haben soll. Das war gerade die Stelle, aber das ist nicht unser Problem. Wir müssen gucken, was wir hier auf die Reihe bekommen. Vielleicht wieder ein paar Punkte mitnehmen. Das wäre schön. Ein bisschen zu weit rausgesegelt. Also wir müssen das Auto noch ein bisschen unter Kontrolle bringen.
So, zweiter Sektor ist auch violett, aber Kunststück, wenn wir da nur der einzige Wagen auf der Strecke sind, deswegen fahre ich ein paar Runden. So, hier müssen wir auch aufpassen. Wie gesagt, die berühmte Wolf, wir sind mit einer der schnellsten Kurse hier beginnt. So, der Test ist abgeschlossen. Und wir fahren momentan in einer 1.15.9. Aber da ist definitiv noch Luft noch. So, ein bisschen Test abgeschlossen. Hinter uns ist direkt ein Auto. Aber da ich auf der schnellen Runde bin, wenn ich den Wagen jetzt natürlich nicht vorbeilassen. So, der erste Sektor ist leider schon mal rot. Grosjean, 15.8. Ja, 15.1, Entschuldigung. Aber auch auf Medium, also von daher ist definitiv noch ein bisschen Luft nach oben. Auch für uns. So, mal gucken jetzt, wie der letzte Sektor ist. So, die Zeit von Grosjean werden wir jetzt definitiv knacken und wieder auf 1 springen. 14.9. Jetzt die Stelle von Vettel und Hamilton. Na, ja, das war alles andere als ideal. Und damit ist die Runde tatsächlich auch schon weg. Ja, können wir hier ähnlich triumphieren wie im letzten Rennen auch? Oder holen uns hier wieder alles auf den Boden der Tatsachen zurück? Aber wir können uns Monaco-Sieger nennen. Und das in Williams. Jetzt hätte ich niemals gedacht in der ersten Saison, dass wir schon so früh mal einen Sieg holen. Überhaupt einen Sieg holen. Aber Punkte waren natürlich das Ziel. Aber wir sind jetzt momentan am Rennen 7 und wir haben 36 WM-Pünktchen. So, wir haben natürlich das Fettgemisch noch gar nicht probiert. So, Bestzeit Sektor 1. Ich vermute, dass wir mit dem WCG keine Wunderdinge kriegen. Dafür ist der Abstand, die Endgeschwindigkeit zu niedrig. Und die Kurve haben wir schön verkackt. Das heißt, es wird mega Zeit gekostet haben. Aber es wird wahrscheinlich, wenn wir die letzte Schikane nicht verkacken, eine neue Bestzeit geben. So ist es 14.6, die Bestzeit des Williams, des ehemaligen Top-Teams. War ich jetzt gerade ein bisschen. Eine Runde fahren wir noch. Die Runde will ich noch zur Ende fahren und dann können wir auch das Auto abstellen. Ich liege eine gute halbe Sekunde vor Grosjean, das ist in Ordnung. Wie gesagt, dass wir heute wahrscheinlich keine Wunderdinge erwarten, das sollte eigentlich klar sein, aber wir schauen einfach mal. So, jetzt darf ich die Schikane nicht so verkacken wie in der letzten Runde.
Sektor 2 war übrigens auch violett, aber diesmal könnte es sein, dass wir nochmal eine Zeit nachlegen können. Können wir nicht. Ähnlich knapp dahinter. Okay. Naja, ist in Ordnung. Wir haben 6 Runden gefahren oder so. Wir haben die Hypers schön rangenommen, harte Mischung schön rangenommen. Aber wie gesagt, wir werden definitiv keine Wunderdinge erwarten. Oh, Lando Norris ist vor uns, Gasly ist vor uns. Ja, wie gesagt, vierter Platz. Aber wie gesagt, wir fahren wie gesagt nochmal die harte Mischung. Also die härteste Mischung. Und da ist es eigentlich schon in Ordnung. Dritter Sektor gehört erstmal uns mit der 29.8. Ist jetzt vor Leclerc und vor Hamilton. Sechster Platz, alles gut. Alles im Rahmen des Möglichen. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir jetzt noch einmal die 3 Bestplatzierten. Gasly, Norris und Charles Leclerc. Leider müssen wir uns schon verabschieden. Das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Gut. Das ist soweit durch. Platz 7. Wir waren jetzt zwar nicht die schnellsten mit der harten Mischung, aber wir liegen quasi auf Augenhöhe mit Lewis Hamilton. Das muss man erstmal so sehen. Eine Sekunde Rückstand am Ende, aber wie gesagt, ich glaube, da vorne ist alles mit Medium und Soft gefahren, also nicht überbewerten. Oder dadurch, dass die Strecke ein bisschen was kürzer ist, kann man natürlich auch ein bisschen mehr fahren. Ist ja vollkommen in Ordnung. So, wieder ein bisschen neuer Ressourcenpunkt auf unser Konto. Das heißt, wir können tatsächlich schon wieder weiterentwickeln. Jetzt vermute ich mal. Ja, bitte. Das machen wir doch. Die 2, die eben fehlgeschlagen sind, die machen wir nochmal neu. Wir sind also zwar immer noch letzter, klar, aber wir holen kräftigst auf. Gut. Und dann gehen wir rein ins Training 2, liebe Leute. Guck halt mal, was wir für Reifen. Intermediate? Wir haben trocken, wir haben eine nasse Strecke. Okay. Und damit ist diese Session tatsächlich wahrscheinlich. Ich hätte tatsächlich mal ins Wetterbericht gucken müssen. Das heißt, wir müssen tatsächlich mit den Softreifen fahren. Ja, Kanada und Regen. Das ist, glaube ich, der erste Regen überhaupt in dieser Karriere. Wir sind, wie gesagt, in Rennen 7 in Kanada. Muss ich tatsächlich ein bisschen anders fahren, weil ich fahre die Traktion ja mittel, wie ihr schon gesehen habt. Aber Traktion mittel ist um einiges einfacher zu fahren als beim 18er, beim Vorgänger. Deswegen habe ich mich da nochmal noch reingetraut. So, mal gucken. Wir haben natürlich kein DRS, also keine Hilfe. Hier geht es rein um den Abtrieb bzw. die Motorpower, liebe Leute. Okay, das ist natürlich jetzt blöd. Der Regen macht es natürlich um einiges schwieriger. Für uns ein Renault. Welcher weiß ich nicht. Das kann sich, wie gesagt, auch im nächsten Rennen schon ändern wieder. Uiuiui, ich vermute, dass nach dem Frankreich Grand Prix, nach dem Rennen in der nächsten Woche ein bisschen was passieren wird. Aber das möchte ich euch natürlich nicht vorgreifen. Viele, die natürlich das sehr weit schon gespielt haben oder ein bisschen mehr gespielt haben als ich. Wie gesagt, ich spiele hier quasi nur für die Aufnahme. Die wissen natürlich schon, aber für den Rest spoilere ich euch nicht vor.
So, Sekunde, mein Fernseher möchte sich in 5 Minuten ausschalten, das ist natürlich blöd. So, dann greifen wir mal gerade ganz kurz vor. So, natürlich ist die Runde ziemlich im Eimer, wenn ich mal so ehrlich bin. Immer wieder leichte Quersteher, also perfekt ist sie nicht. Als 25er Zeit von Nico Hülkenberg. Da sind wir bei weitem nicht drunter. Wenn auch ein und 1,1 Sekunden hinter dem Renault. Das heißt, wir müssen uns noch mal ein bisschen was tun. Also zumindest die Renault Best of the West möchte ich gerne sein. Platz 7 wäre natürlich das Ziel. Bestzeit Sektor 1. Das geht doch schon wieder besser los als vorher. So, keine Zwischenmeldung. Ich weiß, dass das ein bisschen abgekürzt war. Und es ist gerade im Sektor 2 ebenfalls immer violett. Deutlich früher bremsen hier, weil wir ein bisschen mehr Zeit rausholen müssen. Dann bin ich ein bisschen weit rausgekommen. Das heißt, den Renault durften wir da vorne ohne Probleme verdrängen auf Platz 2. Aber ich vermute, dass das jetzt so 24, 5, 6, irgendwie sowas in die Richtung wird. Sogar noch besser. Vielleicht sogar zu 23er Zeit. 23,8 sogar. Und zwar gute 2,5 Sekunden vor dem Renault. Das ist zumindest mal eine Ansage gerade. Und ich komme auch bei dem Wetter mit der mittleren Traktion um einiges besser gut zurecht. Ich habe zwar zu kämpfen, aber die hat wahrscheinlich auch mit der vollen Traktion und vor allem mit dem Auto. Wir fahren immer noch das langsamste Auto im Feld. Und dadurch, wie gesagt, ist diese Monaco-Risiko um einiges höher einzustufen als das ist wichtig war. Und ich habe ja gesagt, der wichtigste, das ist eines der wichtigsten Rennen oder der nirgendwo ist die Stadt, ist der Startplatz wichtiger als in Monaco, gerade da, wo es überhaupt nicht zu überholen geht. Und wir haben mit dem, wir haben uns Platz den Pole-Platz geholt und haben tatsächlich Monaco dann erfolgreich abgeschlossen. So. Ja, ich vermute, dass die Strecke mal einiges schneller wird, weil das wird noch mal eine Zeit werden gleich. Hülkenberg momentan auf 2, das ist klar. So, wenn der Pech hat, steht der uns jetzt gleich schön im Weg in der letzten Schikane. Ja, irgendwie so ein bisschen. Nochmal eine Bestzeit gesetzt, wieder 22,8. Zurück in die Garage. Also 22,8 ist die momentane Bestzeit hier in Kanada für uns. Aber das wird wahrscheinlich nicht lange von Dauer sein, weil wir haben, ja wie gesagt, das ist klar, die sind vorne, aber wie gesagt, wir stehen momentan sogar vor dem Mercedes. Also mit uns ist momentan zu rechnen. Mit uns ist momentan einfach schlichtweg zu rechnen. Wir sind momentan im dritten Sektor, klar, die schnellste, schnellste Auto im Feld. Und wie liegt es denn, Williams? Jetzt wollen wir dann auf 7, der Kanadier, in seinem Heim Grand Prix. Und sag ja, auf einmal fahren die, trocken. So, jetzt versuche ich nochmal eine Zeit mit der auf Medium zu setzen. Jetzt wollen sie nämlich alle nochmal raus. Und ich will natürlich gerne meinen Platz hier behalten. Auch nochmal zumindest eine Runde mit dem Medium setzen. Ja, momentan sind wir mit unserer Zeit auf P13. Ich habe jetzt keine Ahnung, was die Zeiten so mitbegeben. Weil auch in Hamilton wird sich jetzt wahrscheinlich gleich schön verbessern. Und jetzt wollen sie natürlich alle nochmal ihre Zeiten packen.
Mal warten, was jetzt gleich die Zwischenzeit. Gasly momentan nach vorne auf 1. Das reicht momentan nicht für die Führung. Glaube ich zumindest nicht. Naja, der hat ein bisschen abbekommen. Da bin ich ein bisschen zu hart in die Wand gefahren, also an die Wand rangefahren. Mal gucken, was jetzt gleich die Zwischenzeit sagt. Knapp, aber wir sind scheinbar vorne. Vor Pierre Gasly. Und zwar auf Anhieb. Und zwar auf Anhieb, liebe Leute. Und der nächste kommt hinterher mit der 13er Zeit. 13,9, also nur knapp vorne Lewis Hamilton. Das heißt, wir müssen nochmal eine Zeit setzen, damit wir die Hamilton-Zeit sogar packen können. Dreizehn acht Bottas, by the way. Aber wenn ich die Runde mitgenommen bekomme, müsste das auch ohne Probleme reichen. Weil ich glaube, die 13,7 wird man jetzt wahrscheinlich gleich da auch leuchten. Das könnte nochmal eine Beste werden. Mit ein bisschen Glück reicht es. 13,780 Bestzeit für den Williams. So, Magnussen jetzt vor uns im Haas. Bestzeit wieder erster Sektor. Plötzlich laufen die Runden. Der Flügel hat wieder was abgekriegt, glaube ich. So, mal gucken, ob ich das der mit dem DRS und mit dem Windschatten vielleicht nochmal eine Zeit setzen kann. Wir haben uns jetzt gerade ganz schön aufgehalten hier. Mal gucken, wie viel der Windschatten jetzt gleich ausmacht. Der gegen den Haas. Das reicht nicht ganz. So, wir müssen mal zurück in die Garage, weil die Zeit läuft gerade ab. Jetzt sehe durch das Training. Wir haben heute sehr viel Fahrerei gehabt, auf jeden Fall. Die Reparaturzeit können wir überspringen. Das Thema ist gegessen. Zweiter. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Leclerc, Richter und Sebastian Vettel. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. So, Platz 2 ist es dann am Ende geworden. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Vor allen Dingen, weil unser Teamkollege mit den gleichen Reifen nicht den Hauch einer Chance hat. Der ist nämlich mal kurz 3,5 Sekunden dahinter. Hat nämlich nur 1,17,1 gefahren und wir sind 1,13,7 gefahren. Also wie gesagt, 3,5 Sekunden. Das ist eine mega Zeit auf jeden Fall. Ich bin zufrieden. Wir sitzen genau zwischen den beiden Ferrari. Mit dem Auftakt kann man auf jeden Fall leben. Dann geht es jetzt gleich in den dritten Abschnitt.
wieder einige Ressourcenpunkte. Patsch, den mal die mit. Wunderbar. Cool, ich habe keine neue Nachricht. Ich gucke jetzt gerade mal tatsächlich aufs Wetter. Ne, auf Wetter können wir gar nicht gucken. Müssen wir gleich machen, wenn wir in der Garage stehen. Los geht's mit dem dritten freien Training, liebe Leute. So. Gut, dann gucken wir mal auf das Wetter. Sieht aber gut aus. Wir müssen irgendwie die Soft aufziehen, weil ich will ja die Soft auch nochmal ein bisschen fliegen lassen. Damit wir ungefähr wissen, wie es ausgeht. Also wie gesagt, momentan sind wir mit den Medium die schnellsten. Mit der harten Mischung sind wir auf der Augenhöhe mit Lewis Hamilton. Und jetzt was gucken, was die Soft-Reifen sagen. Und mit den Inhouse funktioniert es auch. Also scheint wohl alles so zu funktionieren, wie ich das gerne möchte. Wir haben wieder einen brillanten Auftakt, aber das ist nur das freie Training. Es ist nur der Freitag. Alles Wichtige kommt morgen, beziehungsweise dann spätestens am Sonntag. Bringt ja nichts, wenn wir die Trainingssession gut machen und dann im Rennen absolut verkacken. Alles schon passiert. So, mal gucken, was jetzt die Zwischenzeiten sagen. Ich liebe diese Strecke einfach. Das ist einfach so meine absolute Lieblingsstrecke. Genauso wie Ungarn. Und wahrscheinlich auch Brasilien. Ich mag auch Brasilien sehr gerne. Es ist Sektor Violett. So, auf jeden Fall mal Fett stellen. Wobei das zwar mehr Benzin, aber die Rundenzeiten können auch was besser werden. Natürlich haben wir jetzt keine Referenzzeiten, was die Zeiten sind. Was haben wir eben gefahren? 13 irgendwas. Gucken wir mal, was wir die jetzt geknackt bekommen. Momentan ist noch keine Zeit da, weil wir sind ziemlich früh rausgefahren auf die Strecke. Die erste Zeit als Pierre Gasly, aber da sollten wir ohne Probleme drunter kommen. 12,5. Absolute Bestzeit. Passt, auf jeden Fall. Wir jagen jetzt gerade so ein bisschen unsere eigene Zeit. Wobei die Roten nicht so viel Fahrerei zulassen, wie es mit dem Medium und mit den gelben Reifen war. Pierre Gasly jedenfalls auf den Soft, auf den schnellen Routen. Hier gibt es keine Hypersoft, Ultrasoft, sonst irgendwas mehr. Es gibt nur Soft Medium Hard. Drei Mischungen. Macht es um einiges einfacher. So, die Zeit ist gesetzt auf jeden Fall. Die dritte Sektor war nochmal schneller. Erster Sektor Violett. Der zweite Sektor tut es übrigens nicht. So, mal gucken, ob uns jetzt Gasly da ein bisschen mitnimmt in den Windschatten. Ich ziehe jetzt gerade ein bisschen in den Windschatten mit und setze eine neue Bestzeit. Erster Sektor Violett, dritter Sektor Violett, zweiter Sektor, wie frei kann man verkehren? Kann man ein bisschen.
Ja, der lässt das natürlich jetzt gerade nicht ziehen, so wie ich das haben will. Dankeschön! Da hat er so die Tür zugeworfen, dass ich da nicht reinkam. Ja, die Roten werden wahrscheinlich keine Zeit mehr durch, die nicht mehr zulassen. Das vermute ich mal. Mal gucken, ich glaube nicht, dass er eine Strafe bekommen hat. So. Also, Zeiten sind auf jeden Fall da. Es passt soweit. Ich bin zufrieden. Eine Sekunde vom Ferrari zu stehen, ist auch schon mal eine Ansage. Also 900 vor dem Ferrari, das ist okay. 2 Sekunden fast zwischen teilweise zu Bottas oder so weiter. Also definitiv sind wir hier mit, ja, muss man so sagen, mit einer Favoriten auf die Pole-Zeit, beziehungsweise sogar auf dem Rennsieg am Sonntag. Aber wie gesagt, das ist erstmal nur das freie Training gewesen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, also ein paar Sekunden sogar nur im Sinne des Wortes. So. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richter, Vettel und Max Verstappen. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Ja, passt auf jeden Fall. Ich bin zufrieden. Definitiv. Kann man so mitnehmen. Platz 7, Platz 2, Platz 1 sind die 3 Trainings gewesen. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Im Training sind Sie regelrecht geflogen. Glauben Sie, das lässt sich aufs Qualifying übertragen? Ja. Haben Sie Hoffnung, dass sich das Wetter vor dem Qualifying noch bessert? Klasse, das war dann alles. Ja, bitteschön. Gut, das war's mit dem freien Training hier im aus Kanada. So kann man auf jeden Fall auch ein bisschen arbeiten. So. Das Training ist abgeschlossen. Jetzt gucken wir mal rein. Wettervorhersage bleibt auf jeden Fall so, wie es ist. Und dann würde ich sagen, halt. Machen wir hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play F1 2019 mit dem Qualifikationstraining hier aus Kanada. Tschüss.